Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen Infovideo, in dem ich euch gerne zeigen möchte, wie ihr die Tiere zähmen könnt. Als allererstes geht zur Bäuerin und schaut euch an, was ihr craften könnt. Wenn ihr noch keine Tiere gezähmt habt, könnt ihr ein Hundekissen, ein Katzenkissen, ein Nutztierkissen, einen Hundenapf sowie einen Katzennapf machen. Diese Sachen sind für eure Tiere natürlich essentiell, denn sie brauchen einen Schlafplatz. Kommen wir weiter zu den Ködern, die ihr unbedingt braucht, um die Tiere zu zähmen. Hier habt ihr am Anfang schon freigeschaltet den Rotschwanzfutterköder, den Hundefutterköder, den Feenwildfutterköder, den Katzenfutterköder und den Hupfhasenköder sowie den Ziegenfutterköder. Überlegt euch, welche Tiere ihr für den Anfang zähmen wollt und stellt den dementsprechenden Köder her. Ich habe mich entschieden für Hupfhasen und Ziegen. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, ob ihr eure Tiere gerne freilaufend halten möchtet oder auch in so einem kleinen Gehege, wie ich es hier gebaut habe. Nun zeige ich euch, wie ihr am besten ein Tier zähmen könnt. Hier vor uns haben wir die Hupfhasen. Mit C gehe ich dann in die Hocke. Jetzt hat er mich gesehen und jetzt muss ich aufpassen. Ich nehme also meinen Köder. Schmeiß es ihm, warte, bis er hingeht und sobald ihr das Herz hier seht und kein Ausrufezeichen oder so, könnt ihr hingehen und ihn streicheln. Ihr seht gleich, das Herz wird rot und jetzt könnt ihr ihn aufnehmen. Und somit habt ihr auch schon den ersten kleinen Hupfhasen gezähmt. Sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr ein paar mehr Sachen freigeschaltet und zwar unter Futter auch das Hupfhasenfutter. Das braucht ihr natürlich, um eure Häschen zu füttern. Platziert ein Bettchen, damit sie sich wohlfühlen. Platziert ein bisschen Futter und dann könnt ihr euren Hasen auch schon platzieren. Ihr seht jetzt, er hat Hunger und er braucht einen Unterstand bzw. ein Bett. Ich habe natürlich jetzt schon zwei Hupfhasen und kein drittes Bett. Deswegen ist er natürlich gerade mehr oder weniger obdachlos. Aber er hat auf jeden Fall sein Futter. Geht beim Zähmen auf jeden Fall rechtzeitig in die Hocke, denn kommt ihr ihm zu nahe, seht ihr das rote Ausrufezeichen und das bedeutet tschö mit Ö, ich fliehe jetzt. Es gibt selbstverständlich natürlich auch Tiere, gerade im neuen Gebiet, die bis zu 3 Herzen haben können. Hier müsst ihr den Vorgang dann natürlich immer wieder wiederholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.